Hallo und herzlich willkommen. Naja, warte, ich muss mal gucken, ob der. Ja, okay. Ich nehme ja mit OBS auf, damit ich Cap Daisy nicht schneiden muss. Und der Rand habe ich da automatisch eingefügt und ich habe gerade das Bierbild nicht gesehen. Zumindest bei der Aufnahme bekommen. Naja, egal. Willkommen zu Pokémon Feuer. Ey, fick dich! Feuer. Feuer Random. Das ist, selbst die Anfangs-Pokémon sind Zufall. Alles ist Zufall. Und einige Texte sind sogar auf Englisch. Ja. Weil es ein englisches Programm eigentlich war. Okay. So. Hallo. Ja? Weißt du was? Was? Mein, also ich spiele ja gerade Pokémon Random Rubin. Ne? Mhm. Und weißt du, was mein Anfangs-Pokémon geworden ist? Na? Ohne dass ich irgendwas eingestellt habe, Rayquaza. Ich renne jetzt mit Level 5er Rayquaza. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Ike. Wildtang, okay. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Oh, Talander Level 3, okay. Hallo Ammonitas. Aua. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen. Doji. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Ziemlich nice. Dragoran. Hier stell dir mal vor, er hat Silberblick und so dein Dreck war sonst. Wegen nee, der meine hat Bildhose und Grimasse. Oh, wenigstens eine etwas sinnvoller Attack. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Oh, Tauschi! Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Mädchen. Wie lautet dein Name? Wie soll er anders sein als Poison? Genau, dein Name ist also Poison. Nein, doch, vielleicht. Ich weiß es nicht, ich hab Alzheimer. Warte, das bist du doch, du. Dies ist mein Enkel. Von jeher wolltet ihr einander übertrumpfen. Hm, wie war gleich noch sein Name? Hugo. Genau, ich nenne ihn Hugo. Nein, ich nenne ihn Tobi. Mit 0. Payback, bitch. Aber ganz groß geschrieben. Nein, dafür bin ich zu faul. Tobi! Oh! Oh, ich wollte gerade Tobi BZ schreiben. Ein weibliches Hydropi ist gerade meine Wege gekreuzt. Naja, jetzt nicht mehr. Ah, war es Tobi? Tobi, stimmt, das lag mir auf der Zunge. Oh, Dragoran, hallo. Poison. Eine Kekton. Unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Achso, was ich dir vielleicht noch sagen muss, ne? Ja. Deine Gegner, die du haben wirst, die haben jetzt auch andere Pokémon, ne? Das kann hab ich so eingestellt extra. Gut, das kann jetzt so sein, dass zum Beispiel Rocko, dass der auf einmal Wasser-Pokémon hat. Und Misty oder? Nein. Regigigas oder so. Ja! Warte, geh nicht raus! Aber stell dir das mal vor! Immerhin ist das deine Schleim-Pokémon da treu geblieben! Draußen ist es gefährlich! Wilde Pokémon leben im hohen Gras! Was du dich sagst! Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen! Komm, folge mir! Hui! Mit Turbo-Taste geht's so schneller! Opa, ich will nicht länger warten! Tobi, lass mich nachdenken! Ach, richtig! Ihr solltet ja zu mir kommen, wartet einen Moment! Ja, ich sollte schon lesen und nicht nur A drücken. Sie befinden sich in den Pokébällen. Ich meine, in meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich... Aber ich gebe dir eines ab. Halt, Opa! Und was ist mit mir? Michael? Ja? Tu mir aber bitte einen Gefallen und geh einmal von links nach rechts, ja? Und sag mir, welche Standard-Pokémon du bekommen hast. Vielleicht ist es ja jetzt anders als eben in der Test-Spiel. Habe ein wenig gedollt, Tobi. Jetzt habe ich mit U geredet. Egal, ist besser als mit I am Ende. Auch du solltest eines bekommen. Ich gehe weg, tschüss. Knack Leon. Ich glaube, da ist wieder dieselben. Ah, Taubsi is your choice. Nein? Ah, Fluffluff is your choice. So poison you claiming the normal Pokémon Fluffluff. Wen soll ich nehmen? Ich
Taubsiche kann nachher zu Taubos werden. Das ist ziemlich praktisch. Fluffeluff wird zu Pummeluff und dann Knuddeluff, glaube ich. Und Knackleon? Wird zu... Ich nehm's einfach. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Poison erhält Knackleon. Knack, knack. Möchtest du Knackleon einen Spitznamen geben? Yep. Doofkopf. Oh, es ist weiblich. Anfangs Pokémon, was weiblich ist. Aber leider bringt mir das als weiblich gar nichts. Besonders nicht in dieser Edition. Achso, und Tauschentwicklung gibt's hier jetzt dann auch nicht mehr. Sondern das passiert alles durch Leveln, oder? Ja. Wenn die Items halten sollten, dann durch Wassersteine oder sonst irgendwas. Wie nenne ich ihn? Knackleon. Großmaul? Ne. Irgendwas Sinnvolles. Scheiße. Ich nenne Scheiße. Warte mal, Knackleon könnte, glaube ich, später zu Brutalanda. Ja. Nein, glaub nicht. Ich glaube, das war jemand anders. Nee, das war jemand anders, aber ich... Libeldra oder irgendwie sowas. Libeldra. Libelle nenne ich ihn. Haut auch auf jeden Fall auf die Fresse. Ich nenne ihn einfach Libelle. Wenn's richtig geschrieben ist, bin ich froh. Wenn's nicht, scheiß ich drauf. Tschüss, Mann. Ich nehme dieses hier. Tobi erhält Taubsi. Ah, du hast Taubsi genommen. Ah, cool. Tschüss, ich geh weg. Warte, Poison, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Ich hoffe, er kann zumindest eine Attacke, die angreifen kann. Pudox Level 3. Operator Tobi. Hallo, Operator Tobi. Ja. Selbst die Klassen sind random. Los, Libelle. Oh, um Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Poison, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. You don't say! Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf Null bringt, gewinnt. Aber du darüber zu reden hilft nichts. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Und da stirbt schon wieder jemand, während ich aufnehme. Stirb leise! Kämpfe und lerne. Turbo-Tempo. Tschüss. Ja, Mann, ich hab Turbo-Tempo. Meine einzige Attacke und da 5-mal kann ich sie einsetzen. Geil. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Vielleicht. Ja, Mann! Taubsi setzt Giga! Gegen Rihorn Level 3. Taubsi setzt Gigasauger ein, Junge. Turbo Tempo! Libelle erhält 58 Erfahrungspunkte. Yu-Gi-Oh! Und Pokémon mit Schnäbelspunkte, ja, Mann! Spieler besiegt Operator Tobi. Wen hast du denn operiert? Warte dich. Mal. Gefällt mir. Wo sind meine Gedärme? Ach, die habe ich auf dem Schwarzmarkt verkauft. Okay, wo ist mein Geld? Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Du hast einen fucking Taubsen mit Gigasauger. Ja. Grandios! Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke dauert deine Pokémon. Zum Glück habe ich noch Turbo-Tempo. Warte mal, dann kann ich ja jedes Mal nur 5-mal Turbo-Tempo einsetzen und muss dann gleich zurück zum Poké-Center. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Poison, Opa, wir sehen uns später. Okay. Ui, ui. Ich benutze gerne Turbo-Taste. Sieh nur, ich habe das, was auf die einen dieser Tipps für Trainerschilder steht, abgeschrieben. Drücke Start, um das Menü auszurufen. Oh. Hallo, Hauptspross. Was? Weißt du, was mir gerade entgegengelaufen kam? Na? Feurige. Achso, Hauptspross hat gerade Hydro-Pumpe eingesetzt. Ja, geil. Okay, den Trank hole ich mir. Ich glaube, hier werde ich Tränke brauchen. Aber ich hole mir trotzdem eher Pokebälle. Abspross, Libelle, los! Das war eine schlaflose Nacht, die es doch gelohnt hat, wa? Oh, fuck, ich bin am Arsch. Quartel. Steinhage, ist nicht sehr effektiv. So, Turbo-Tempel ist leer. Ja, aber das könnte lustig werden. Ich glaube, ich mache einen längeren Part, so eine Stunde. Ist ein bisschen länger. Kommst du als allerbest, yeah? Prof, ich schick dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ich hab immer so eine beschissene Stimme, wenn ich irgendwas will. Und andere ist Leute aufdringe.
Scheiße, ich hab ein Problem. Mich? Nein, 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 nein. Kokowai? Nein. Was denn? Mein Rayquaza ist Level... läuft mit Rayquaza wirklich rum. Wieso hast du es nicht dein Dings gegeben, dein Rivalen? Nö. Achso, Kokowai hat mich gerade... Labrador. Level 3. Hallo. Todeskuss. Labrador mit Turbos. Labrador hat Turbo-Tempo wie ich. Oder war das nicht Turbo-Tempo? Labrador Level 3. Ich habe keinen Verzweifler. Fuchtler. Ah, er hat eine neue Attacke gelernt. Hör auf, mich einzuschlafen. Labrador, wie küsst du eigentlich? Mit dem Schnabel. Ah, mein Auge. So ungefähr? Ja. Hallo Poison, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast da was für mich? Auf diesen Spezial-Pokémon warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa, warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf diesem Tisch, dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er fasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Poison, Tobi, diese beiden sind für euch. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um die wilde Pokémon einzufangen. 5 Pokébälle erhalten. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war schon immer, war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe das nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Welt Pokémon. Alles klar, Opa, überlass das ruhig mir. Poison, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir eine Karte von meiner Schwester und dir sollte sie keine geben. Hahaha, ha, ha, tschüss. So. Mikey, du kannst schnell lesen, oder? Vielleicht. Sag einfach ja. Nee. Okay. Opa hat dich auf einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Er hält Karte. Tschüss. Schlampe. Ui. Labrador, hallo Labrador, lange nicht gesehen. Ich war noch. Mir ist aufgefallen, ich war noch nicht wieder im Pokécenter. Hör auf, Tempo-Hieb zu machen. Oh, Ultrigaria, mal was anderes. Als die ganze Zeit Labrador. So, erstmal ins Pokécenter. Makuhito. Komm, Farid, bleib drin! Jawohl! Soll ich ihn Lotur ziffern? Nö, doch nicht. Ist tot. Makuhito. Aber weißt du, was lustig ist? Wenn du noch nicht mal den Nationaldex hast, ne? Mhm. Und schon die ganzen Pokémon dafür rumlaufen. Dafür. Okay. Ja, das ist. Okay, echt. Das Pokémon werde ich mir fangen. Oh, kämpft er mit Zigzags gegen Trasla, wie niedlich. Ey, dabei hab ich schon das eins der End-Pokémon und hab ein Feuerriegel. Ja, so macht man das. Man nimmt sich erst Rayquaza und dann fängt man sich Feuerriegel. Flucht unmöglich. Scheiße, ich kann dich abhauen, ich kann dich jetzt nicht mehr töten, weil es Geist-Pokémon ist. Und ich hab nur 2 normale Attacken. Ich wollte mir unbedingt einen Traumfugi fangen. Okay. Das wäre zu Traumnagi und dann keine Ahnung. Boah, ey, eigentlich weiß ich viel über Pokémon, aber wenn ich das Wissen dann mal brauche, dann ist es nicht da, ne? Dann bin ich doof wie Brot. Also schlimmer als Brot. Ah! Hallo Regirock! Oh. Tschüss. Hallo Traumfugi, so sieht man sich wieder. Diesmal bin ich vorbereitet mit 15 Pokébällen. Ich will dich haben, verdammte Scheiße. Oh, da will einer kämpfen. Ich war's nicht. Aha, Tengtoxa kommt im Wald.
Es ist logisch. Hallo, bleib doch mal einfach im Pokéball. Ich kann dich nicht mehr schwächen. Also bleib einfach drin. Weißt du, was schlimm ist? Wenn du weißt, nicht Pokéball bleibst. Das und wenn du die Pokémon nicht mal vorher schwächen kannst, weil. Dein Pokémon zu stark ist. Nee, es ist ein Geist-Pokémon und ich habe zwei normale Attacken. Ja. Die geht durch. Ich habe gerade fünf, also insgesamt 20 Pokébälle für ihn verschwendet und er ist immer noch nicht da. Okay, ich habe kein Geld mehr und keine Pokébälle mehr. Alles klar. Geht mir genauso. So, ich versuche mal meinen Rivalen zu besiegen. Mal gucken, was er für Pokémon gefangen hat. Das macht mich neugierig. 2. Mewtwo, okay. Ja. Ja. Geil. Rennt er da jetzt mit Mewtwo rum? Level 9. Scheiße. Aber weißt du, worüber ich froh bin? Dass die Level nicht random sind. Oh, das wäre assi. Muschas. Level 12. Ich sollte trainieren. Ja, ich sollte trainieren, bevor ich es weiter versuche. Oh, ich trainiere gegen Labrados. Oh, hallo Pummeluff. Tschüss Pummeluff. Hallo Korte. Tschüss Korte. Hallo Pummeluff, tschüss. Hauptspross, nein, nicht nochmal. Hör auf mit deiner Hydro-Pumpe. Das kann wehtun. Oh, jetzt kämpft Team Magma gegen mich mit einem Fifian Level 9 gegen Rayquaza Level 16. Raichu Level 3! Ernsthaft! Raichu Level 3 tot! Ich finde das gerade so. Ich finde das gerade so. Bald. Ja, Mann, ist doch normal. Ja. Da gehört es doch hin. Den Kader. Achso, und sein Mewtwo hat Ampelleuchte. Hat mich fast gewonnen-hittet. Und das war mein Level. Ich glaube, da war es noch 11, mein Pokémon. Deswegen trainiere ich jetzt. Bis Level 16 ungefähr. Bevor. Was war das für eine Attacke? Auf jeden Fall bist du tot. Ey, ich finde das so witzig, was da so alles möglich ist. Zum Beispiel Utrigaria setzt Flammrad ein. Ja. Weißt du, was ich auch unter anderem gesehen hatte? Was? Dass, du kennst ja aus Platin bestimmt dieses Eisvieh, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Ach! Scheiße! Eisvieh? Ich sag, was gerade hier abgeht. Ne? Rayquaza hat Antikraft erlernt. Das ist doch OP! Na, ich hab grad, keine Ahnung, wie das Vieh gerade. Oh, ich kämpfe gerade gegen Carpador. Im Wald. Pass vor das Carpador zumindest auf. Ja. Es kann dich wahrscheinlich nicht nur Platscher. Ja. Wenn du Glück hast, kann es nur Platscher. Und wenn ich Pech hab, bin ich am Arsch. Ja. Dann kommt er nämlich mit Raumschlag oder so an. Oder was Schlimmeres wie Hyper-San oder so. Die K.O.-Attacke. Erdbeben. Kapatu mit Erdbeben. Es hat Platscher eingesetzt. Aber es kommt ein Erdbeben. Was? Aber warte mal. Erdbeben hat keine Wirkung auf Rayquaza, oder? Ich will ehrlich sein, ich weiß es gerade nicht. Gut, da bin ich wenigstens nicht alleine. Banette. Hat keine Wirkung. Verpiss dich! Ich kann kein Geist-Pokémon angreifen. Weißt du, was schlimm wäre? Wenn mein Rivale jetzt ein Geist-Pokémon gehabt hätte. Oh ja. So, ich versuche jetzt nochmal gegen Tobi zu kämpfen. Bei Quasar Level 18. Okay. So, zweite Arena weggemoscht. Wuhu, wolltest du das nicht aufnehmen? Ich mache jetzt gerade Sinn.
Ich schau grad mal bisschen, was hier so geht. Ah, mein Libelle hat gerade Geschenk gelernt. Hör auf zu sterben! Du bist ein fucking Pokémon! Du darfst nicht an Gift sterben. Nicht bei mir. Bei Tobi schon. Ich kann mir keine Pokébälle mehr kaufen. Was ist, wenn ich jetzt was... Okay, mal gucken, was der Opa fängt. Ey, da ist immer noch ein Hornlio. Na, eigentlich brauche ich ja gar nicht vorlesen, da du das ja schon alles im Blattgrün einmal getan hattest. Hatte ich? Magby, Level 3, im Wald. Okay. Slimog im Wald, Level 4. Na gut, das Level ist gut. Stalunio, ich habe keine Pokebälle. Hier, Geschenk. Boom. Oh. Geschenk, boom. Oh. Level 4. Wie viel Verteidigung hat ein Level 4er, bitte? Keine Ahnung. Ah, hallo Kindwurm. Du wirst aber zum Mutterlander. Sicher? Ich glaub schon. Ja, ist. Oh. Hallo Andy, wir. Du wirst nicht zum Mutterlander, oder? Andy, wir. Bleib im Ball. Bleib! Oh, ein Käfersammler mit. Abra. Und Smogon. Gut. Dann setze ich jetzt mein Volli halt gegen das Endivia ein. Bleib im. Bleib! Du Ficker. Ah, okay. Esteban hat Nidoqueen. Hey Endivia, weißt du, was du jetzt kennenlernst? Antikenkraft. Tschüss. Geschenk des Hauses. Boom! Hallo Tornob, du! Ach, das ist doch nice. Tornob, du als... Das Lustige ist auch noch, der hieß, das ist ein Boss, die Käfersammler jetzt, ne? Ja. Was ist bei dir so im Moment los? Ich renn grad ein bisschen mit Rayquaza rum. Hi Quaxo! Oh, hallo Quaxo! Tschüss! Quaxo. Knagger. Hallo Kindwurm. Capoeira. Oh Mann. Hut Hut. Oh, Noctul ist eigentlich voll geil. Hut Hut mit Blizzard. Oh nein, die. Nein! Hör auf! Ich kann dich nicht töten, Nebulak! Oh, ein Chanel. Oh fuck. Chanera mit Stahlflügel. Benutzt du ihre Ohren oder was? Ja. So, ich bin jetzt in der ersten Stadt angekommen, also in Mamoria City. Ah, Bashwa! Tschüss! Weißt du, was lustig wäre? Pokémon Ranger. Oh ja! Kyogre! Der Trainer vor Rocco hat Kyogre. Ach so! Und Starmie! Ja, ich habe überlebt und bin ab Level 21 erreicht. Ja, mit Level 21 kurz vor Rocco. Ja, ich benutze die Turbo-Taste halt, ne? Ich bin hier auch mit Turbo-Taste dran. Ich nehme immer auch auf, aber... Naja... Aber sonst würde es ja zu lange dauern, wie ich finde. Los! Tschüss! Und Duster und... Hallo! Ich bin am Arsch, Robin. Tobi. Eine Banette. Oha, fuck. Das Schlimme daran ist, ich habe 3 Normalattacken. Hallo Jungblut. Du Ficker, ich habe noch keine Pokebälle.
Expert. Ich muss mein Dings jetzt erstmal trainieren, damit ich eine Chance gegen Rock hab. Er braucht nämlich was anderes aus normale Attacken. Wie wär's mit Flammwurf? Ja, so ziemlich. Knogger. Knogger? Ach, ich trainiere im Wald. Ich gehe wieder aus dem Wald. Da war Nebulak schon wieder. Voluna. Ja. Im Wald gab's aber auch schon Vulpix. Ah, hallo Raikou! Was geht? Ja, Mann. Raikou als wildes Pokémon. Auf Level 3. Drachenklaue, zack, tschüss. Was, das Drachenklaue? Jo. Hallo Barschwa, Drachenklaue, tschüss. Ja, du kannst immerhin Geister-Pokémon Welchudet schon töten, ich noch nicht. Ich habe ja auch noch ein feuriger Zweit-Pokémon. Ja, ich konnte mein Geist-Pokémon nicht fangen, was ich haben wollte. Und jetzt habe ich kein Geld. Obwohl. Und jetzt kommt mir ein Endivier entgegen und ich habe keine Pokébälle. Ist schon ein Endivier. Tanzer. Ist es eigentlich auch random, was für TMs sie lernen können, oder ist es nur random, was für TMs man bekommt? Ich meine, es ist auch random, was die erlernen können. Glaube ich. Tohaido. Ich will da jetzt nicht irgendwie was sagen, was letztendlich nicht stimmt oder so. Also, weißt du, was mir noch fehlt? Ich habe noch nicht Arktos gesehen. Dann habe ich alle drei legendären Vögel gesehen. Ah, das kommt bestimmt auch noch. Ja. Michael, wie hast du einen Arktos Level 3 gefangen? Pokéball. Warte mal, ich glaube, hier ist es nicht so einfach, mit Pokéball den Arktos zu fangen, oder? Nein. Nein. Hast du ein legendäres gefangen? Nein. Ich glaube, ich werde mir hier auch wahrscheinlich keine legendären fangen. Das, ich hatte schon Probleme mit Traumvogel, was ich haben wollte. Und das ist ein normales Geist-Pokémon. Aber ich finde es gerade ein bisschen erschreckend, dass ich den Namen von dem Pokémon vergessen habe. Von wem? Wie sieht denn das aus? Sieht. Aus wie ein Fußball und hat zwei Hörner auf dem Kopf. Kann ich gerade nichts mit anfangen. Auf jeden Fall war das ein Eis. Ist das ein Eis-Pokémon, ne? Mhm. Und das hatte die. Das hatte den Wert, warte. Flammkörper oder irgendwie so. Gibt's diese. Diesen Wert? Flammkörper? Ja. Das ist eine Fähigkeit, was Magpie zum Beispiel hat. Genau, und das hatte ein Eis-Pokémon. Gerade eben. Nee, in dem Video, was ich gesehen habe. Ja. Das fand ich dann schon ziemlich interessant. Random ist das beste Wort. Nein, Knocker werde ich mir nicht fangen. Ich weiß nicht mal, was er kann. Wenn es. Ey, wer weiß, vielleicht kann es Feuer. Nein! Das war mein letzter Pokéball, den ich mir gerade gekauft habe, du Sau. Warte mal, sah an Hot Hot schon immer so ziemlich gold aus? Wenn es gold aussieht, dann ist es shiny. Ich hatte kein Pokéball. Das sah nämlich nicht braunmäßig aus, wie ich finde. Ups. Ich habe Shiny gekillt. Oh, wie geil.
Was willst du ohne Pokébälle machen? Abhauen? Ich lass mir doch keine Erfahrung entgehen. Scheiße, Alter. Ich kämpfe gerade mit Rayquaza gegen keine Ahnung wie viele. Und ja, mein Rayquaza ist jetzt Level 22, ne? Hallo, ich hab noch nicht mal einen Orden. Logok, oh, hallo. Er setzt Geduld ein. Michael tötet ihn. Ja, ich brauche ne was anderes außer normaler Attacken endlich mal. Und Nebulak ist mein Gegner. Tschüss. So, erstmal nochmal ins Pokécenter. Ich weiß, das könnte vielleicht ein bisschen langweiliger Part für euch werden, obwohl random ist es nie langweilig. Wobei den Lachflash manchmal. Hallo, Barsch, war was ich auf Gras gefunden habe. Ab Hallo, wann entwickelt sich eigentlich Libelle? Knackleeren? Erst ziemlich spät. Meinst du es Level 24? Ich glaube 35 und Pass 55 50 oder 45. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Okay. Kannst du mal kurz nachgucken? Ich kann ja gerade schlecht. Kann ich sofort machen, ja. Bin ich gut. Ui. Aber vorher versuche ich das Jungloot zu fangen. Ja, wir sind schon bei 31 Minuten und haben immer noch nicht den ersten Orden. Ja, das ist super! Ach, Jungloot, fick dich! Kann es Blizzard? Ich finde es immer wieder witzig. Flug-Pokémon, nee, was war das? Ich glaube, irgendein Pokémon, ich weiß mir gerade nicht mehr welches. Blizzard. Was? Am Anfang schon, Blizzard, ja Mann. Tobi denkt sich wahrscheinlich auch nur, warum nicht? Hier ist alles möglich. Echt mal. Oh, Dratini, Level 5. Fick dich, ich will dich haben. Na gut, eigentlich. Es ist mir hier ziemlich egal, was für Pokémon ich fange, da die alles haben können. Kann sogar sein, dass dir da ein Gengar über den Weg rennen, ne? Na, das kann ich auch zur Not weit selber entwickeln auf Level 37. Ja, da wir die, ich zumindest, die Tauschentwicklung entfernt haben, können die sich jetzt normal durch Leveln weiterentwickeln. Finde ich ziemlich praktisch. Besonders mit Emulators. Emulatoren. Emulators. Ja, man. Turbo Tempo. Ja, 35, 45. Ah, endlich kann ich weitermachen. Hab geschweift gerade gelernt. Ja, was anderes außer was Normales. Gift. So, und jetzt gehe ich zu dem Oba, der mich über den Ozean da schippert. Ja. Ach, hallo, Libeldra! Schön, dich kennenzulernen! Ist das wirklich erstmal Option? Das Hilfe aus LR. Motiv im Rahmen soll. Nämlich. Ah. Nämlich dich. Libeldra, bleib im Ball. Libeldra, das ist ein Befehl. Beutel. Libeldra! TM39 ist Gigasauger. Und Libelle kann's lernen. So, erstmal Geschenk verlernen. So, jetzt habe ich auch Gigasauger. Ich bin Gott. Libeldra, nein, danke, ich brauche es nicht nochmal.
Fick dich, Libeldra ist cool. Ja, ich habe aber schon eins. Das ist mir doch egal. Hier, gib mir die Turbo-Treter. Bla 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 bla. Nidorino, tschüss, Antikraft. Na, zumindest sind die Turbo-Treter gleich geblieben. Hallo, Relaxo. Ups, da war ein Lorblatt. Achso, Göre sind jetzt Gentlemen. Das ist ziemlich lustig. Hallo Trassler. Tschüss Trassler. Hallo Grau. Don? Gigasauger. Hast du auch schon Graudon gesehen? Nee, noch nicht. So. Ich hab's gerade als gegnerisches Pokémon gesehen, also als nicht wild, sondern Trainer. Level Schade. 10. Ja, mit Level 10er Groudon kannst du ganz schön auf die Fresse hauen. Gegen Level 26er Libelle. Was ist los? So, bin beim nächsten Arena-Leiter. Hallo, mach hallo, Antikraft. Tschüss. Ich weiß noch nicht, wie ich selber aufnehme. Vielleicht spiele ich circa Damirplex. In ein paar durch. Keine Ahnung, jetzt mal gerade so viel Fun. Aber ja, ist es halt schon, ne? Erst recht, weil man da doch nicht alles gesehen hat. Man kann nie alles gesehen haben. Jetzt lohnt es sich echt mal, wirklich alle Gegner zu besiegen, abgesehen von Erfahrung. Ich will sehen, was die Gegner so haben. Na gut, ich bin sowieso einer, der meistens alle Gegner besiegt. Nicht immer, aber meistens. Wie. Schwalbini, Turbo Tempo. Kokobai, Turbo Tempo. Und du hast ein Geweiher. Ich hab ein Turbo Tempo. Hallo Schlurp. Hallo Lapras. Ja, Lapras ist auch. Oh, Latias! Fang es. Ich kenne dich nicht, Schlupplock. Na gut, kenn schon, aber. Ich weiß gerade gar nichts über dich. Austoss. Reptile! Und wo ihn genau? Ich weiß es nicht. Was los? Latias ist hier die ganze Zeit am Heilen. Es heilt sich? Ja. So schlecht für dich. Ja. Ja, Nokshan! Du! Weißt du, was lustig wird? Die Kampfarena. Ich frage mich, welches Pokémon ich mir da aussuchen darf. Okay, Latias hat Selbstmord begangen. Durch Verzweifler? Jo. Das hat sich immer wieder geheilt! Weißt du, ich gebe dir gerade mit Feurigel eine. Heilt sich. Lidotech! Alter, das ist schon ziemlich geil. Das Milotech, ja? Fuck, es hat mich gekillt. Milotech, ich bin auf deiner Seite, glaube ich. Warte mal, Barsch war wird so wie Milotech. Ups, jetzt habe ich die Vorentwicklung gekillt. Snubbly Cat. Ey, das ist wenigstens mal etwas Sinnvolles in der Höhle. Abra. Team Rocket und Abra. Team Rocket und Pipi. Und Endivir. Ja, Mann. Team Rocket und Endivir. Jo. Sternstück. Ach ja, ich brauche jetzt vor Traumfugi nicht mehr weglaufen. Jetzt will ich dich auch nicht mehr haben, weil du mich angreifst. Besser Grund ever. Gekkabor. Oh, wieso hau ich ab? Ich hätte es töten können.
Aber wenn ich einen Glumanda sehe, das werde ich mir sofort fangen. Oh, ein Pichu mit Platsch. Ja, Mann. Pichu und Platscher, wie geil. Weißt du, was schlimm ist? Wenn die Attacken so langsam ausgehen. Ja. Und du in der Höhle bist. Oh, hallo, Shiki. Tschüss, Shiki. Remoraid. Hallo Endivier! Hallo Plüssel! Tschüss Plüssel! Aber was habe ich jetzt für ein Dings aufgesammelt? Groll, okay. Ah, ein Killia! Tschüss! Nidoran weiblich, das ist. Und Smogmog. Endivier, bleib! Meinst du für ein Tor? Ja, genau. Ich sehe es gerade so. Hab's gekillt. Das hatte mal eben Flammenkörper oder wie die Fähigkeit da heißt. Okay. Ah, mein Gegner hat einen Impergator. Ein totes Impergator. Ein Wanderer mit Impergator, ja Mann. Jo. Noch ein bei Wildes, Shiki. So. Bei Verwirrung? Nein. Trank. Und Paraheller. Saganbüß. Glutexo, ey, du hast ein Glutexo! Gib mir das Glutexo! Und du hörst auf, dich selber zu verletzen, Libelle. Aber das könnte ziemlich interessant werden, Michael. Yep. So, ich wollte gerade mit Rauchwolke, Rauchwolke war das, glaube ich, gekillt die ganze Zeit. Also, er hat Rauchwolke gemacht, um meine Sicht zu verhindern und hat mich gekillt. Okay. Natürlich nicht, bin ich nicht durch die Rauchwolke selber gestorben. Oh, warte, da ist ja noch ein Typ. Wie viele Busse waren bei dir so lang? Hast du mal gezählt? Nee. Ich höre. Bashwa, hallo. Tschüss. Visenior, tschüss. Hornliu in der Höhle. Da ist mal was. Eins der normalsten Sachen irgendwie, ne? Ja. Und wegen wie wundere ich mich gerade darüber? Über die Pokémon, die ich sonst so sehe. Ich interessiere mich nicht mehr so doll. Aber Stalos, was? Stalos in der Höhle ist normal, aber es ist trotzdem so ungewohnt. Das ist, ich habe noch nicht mal den Nationaldex. Komm schon. Komm schon. Jan mal. Komm. Komm, 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 komm. Pummelo, ist Totolos, Totolos. Weißt du, vor wen ich jetzt gerade ein bisschen Angst hab? Top 4. Oh ja. Die können wir egal. Ja? Das mach ich bei Hard Gold. Okay. Nein, ich hab Gigasauger für Lohekanonade verbraucht. Ja, ich habe gerade Lohe Kanonade gefunden. Erlernt. Okay. Klusse hat Hitzekoller. Okay. Swirlklop. Hier, friss mein Giftschweif. Friss mein Giftschweif. Regirock. Friss meine Lohe Kanonade. Was? Er hat überlebt?
Prisma Giftstreif. Was? Er hat überlebt? Prisma Giftstreif nochmal. Hier ist es eigentlich egal, welches Fossil du nimmst. Da kann man mich sogar retten rauskommen, wie ich ihn unter Bildern gesehen hatte. Ist doch lustig. Mentex. Ich bin draußen. Was willst du mir beibringen? Ein Quiekel. Ein Morlord. Du. Morabel. Warte mal, habe ich gerade eine VM gefunden? Oder habe ich mich gerade verlesen? Nee. Feuerschlag, okay, TM. Wie wollte mein? Ich laufe immer noch mit nur einem Pokémon rum, ne? Okay. Level 33. Zweite Arena. Ich habe bis jetzt 4 oder so. Ja, ich baue im Moment meine Pokébälle, weil die wachsen ja nicht auf Bäumen. Eigentlich. Was schöner wäre. Sie hat ein Morabel, wow! Sie hat ein Amaldo! Sie hat ein Morabel, sie hat ein Wasser-Pokémon gehabt! Ja. Misty! Wow. Und ich hab gewonnen! Toll, was ist TM03? Steinwurf. Oh, okay. Ein Simsala! Das ist möglich, das kannst du sogar selber machen. Denn dann holst du eine Mama und eine Papa und Master Piep Piep Piep. Barnette. Oh, ein Sandan in der Höhle. Er hat einen Tauboga, Level 18 tot. Regieis, hier frisst meine Logikanonade. Ich hab eine Vibrava. Ja, dagegen habe ich gerade gekämpft. Fauna-Statue. Warte mal, ist das nicht die Mega-Attacke von... Pflanze. Ja, ich möchte das lernen. Ich habe jetzt Logikanonade und Fauna-Statue. Sag, dass ich geil bin. Was fehlt jetzt noch? Wasser? Da weiß ich nicht, was die stärkste ist. Aquahaubitze. Das weiß ich, aber ich meine, was. Es gibt ja. Wie wär's mit Donner oder sowas? Noch ein Latias. Hab leider kein Pokéball mit dabei. Wann ist die nächste Entwicklung? Äh, 45 oder 55. Aber doch 45. Okay. Das werde ich noch hinkriegen. Aber ich denke, ich werde echt das in einem Part durchspielen. Das ist doch lustig. Ich bin nämlich jetzt bei 48 Minuten. Okay. Und ich gebe ja eh keinen Fick drauf, wie lange bei mir ein Let's Play geht. Magpi hat Flammkörper. Das ist irgendwie normal. So. Da 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 da. Vielleicht sollte ich aufhören, alle mächtigen Attacken von jenen zu lernen. Weil ich nur ein Pokémon habe und das muss ich halt aufladen hinterher. Ach was! Drauf geschissen. Oh, ein Impagator. Bild oder Gegner? Bild. Und er hat einen Tragosso und... Wow, ein Wanderer hatte... ein Tragosso.
das ist mal was Normales. Oh, Michael, ich bin schon wieder scheiße. Wieso? Ich häng schon wieder da bei Rubin, wo... In Graphonia City oder so, wie das auch immer heißt. Guck doch bei unseren Saphir Let's Play mal kurz rein. Das sollte helfen. Nee, irgendwie nicht. Hab ich... Nein, hab ich natürlich nicht. So, erstmal schön zurück, um meine Pokémon zu heilen. Denn ich habe nur noch die mächtigsten Attacken, ziemlich. Und die beiden haben nur 5. So, Baldorfisch mit Turbo-Tempo weg. Ah, Celebi! Ja, Celebi als Gegner! Und Beute gegen Gift. Hier frisst das. Mit Bill reden, Bootsticket abholen. Einmal rein, wieder raus. Mal gucken, was er auf dem Test PC hat. Evoli. Da ist wieder da. Jo. Dann noch mal ins Pokécenter und hier entlang. Magpie. Dafür brauche ich ja mehr als einen Pokémon. Ah, ein Xerox. Ach ja. So. Nochmal Turbo-Tempo. Bob. Da ist Bob. Fuchtler. Fuchtler und... Fuchtler. Ich hoffe, ich komme noch so ins Pokécenter. Aber Hoffnung mache ich mir nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Jo. Jetzt hol ich mir nochmal Pokebälle. Ist sicherer. Aber ich liebe Superbälle. Die sehen immer... Irgendwie mag das Aussehen von den Superbällen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich eigentlich einer davon, der hauptsächlich Superbälle nachher hat. Statt Superbälle... Nämlich Superbälle. Hm? War das du vielleicht? Ah, doch du. Turbo-Tempo. Michael? Ja? Ich muss mal für ein paar Stunden weg. Okay.
Soll ich's anrufen lassen oder soll ich auflegen oder? Mir ist egal. Okay, dann mach ich einfach Mikro auf Mute. Okay. Bis später. Jo. So. Das haben wir auch schon mal geschafft. Jetzt Pokécenter. Holen wir uns die Angel. Holen wir uns auch gleich den Radcoupon. Und gehen hier hin. Einfach alles fertig machen. Okay, die halten meine Pokémon, soweit ich weiß. Ah, ein Corazon. Oh. So. Dich haben wir. Dich. Ah, ihr wollt kämpfen? Okay. Freut mich sehr. Hornattacke? Ne. Hey. Okay. Das war Relaxo. Da will niemand kämpfen, schade. Aber ich meine du. Ah, okay. Da bin ich sicher. Glurak? Bitte sei es aus, der Schneider. Ah, oh, das ist gut. Das hat, da hatte ich gerade beinahe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Fuchler. Immer gut. Okay, nur ihr beiden. Du nicht. Ihr wollt nicht? Niemand will. Oh Mann. Fuchtler. Ah, fuck. Kommt schon die Bälle. Das hältst du noch durch. Gehen wir kurz in unseren Raum. So.
Bam. Kurz vor Level. Oh. Dauert ja nicht mehr lange. Wenn das stimmt, was Tobi gesagt hatte. Mit, ja, kam gerade nicht drauf. Ach ja, Level 45 entwickeln. Aber ich. Irgendwie gefällt es mir. Ich habe mich schon ziemlich dran gewöhnt, dass da alles Mögliche dran kommen kann, aber witzig ist es trotzdem immer noch. Und es macht Spaß. So. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles erledigt. Ich brauche ein neues Pokémon, das der Schneider kann. Oh, vielleicht sollte ich erstmal das Pokécenter. Nur ich weiß nicht, wer hier Zerschneider lernen kann. Nee, dich will ich nicht. Nee, Kampf-Pokémon möchte ich nicht im Moment. Nö. Ist das das normale Frostdaker? Kleiner Moment, ich würde mal kurz nachgucken. Okay, in Dings ist es eher Gold. So. Tentoxa. Nein, ich will kein Tentoxa. Noxian auch nicht unbedingt. Igelava, wenn schon, denn schon von Anfang an. Macholo, nein. Pokécenter. Nein. Ist nicht. Na, so mache ich auch nebenbei leveln. Aber eigentlich will ich gerade ein Pokémon, was der Schneider lernen kann und was mir noch dazu gefällt. Deswegen, das würde ja im Team bleiben. Kaputti? Hm, muss ich nicht haben. Libelle wird so Libeldra. Wie sieht's in der Dicta-Höhle aus? Was gibt's denn da so? Hutut. Ah, ja, okay. Themenbox. Der Schneider. Verdammt! Unmut möchte ich nicht.
Obwohl, um Blitz zu bekommen, brauche ich genug Pokémon. Ich muss so einige fangen, also. Kraftkoloss? Kannst du? Nein, schade. Aber erstmal hole ich mir. Ach ja, ich kann ja nicht zurück. Ich dachte nämlich gerade an Stalunio, um ehrlich zu sein. Das wollte ich auch noch haben. Vielleicht finde ich es ja noch. Irgendwann nochmal. Ne, Pandio brauche ich unbedingt nicht. Na gut, vielleicht hilfst du mir. Na komm, ich will dich nicht töten. Komm schon, Reptane, bleib im Ball. Geht doch. Aber sag mir. Wieso nicht? Muss ich echt ihn hier zur Schneider beibringen? Naja, was soll's. Aufgeschissen. Mit Turbo-Tempo. Ja, komm her. Wie schwach der Schneider doch ist. Einmal kurz speichern. Auch gut. Fuchtler. Danke und wieder raus. Ja. Kann ich dich mit Schneider am Leben lassen? Natürlich nicht. Ein Pokéball werfen. Okay, wenn du drin bleibst, ist gut. Wenn nicht, geh dich hier hin. Dich will ich unbedingt haben. Aus Prinzip. Komm schon. Bleib einfach drin. Damit tust du uns allen einen Gefallen. Und hör auf mit dem Aurora-Stahl. Verdammt. Kann ich dich damit. Ja, ich kann dich damit töten, okay. Anscheinend war es doch ein normales Totot. Kapador. Wumms.
zusammen. Bleib einfach im Ball, verdammte Scheiße. Ja. Geht doch. Irgendwann gebe ich dir alle noch einen Namen. Ich habe jetzt gefangen 2. Fuck. Weil ich den Nationaldecks nicht habe. Auch Pokémon aus unserer Generation. Egal, dann versuche ich mich halt so in den Dunkeltunnel zurechtzufinden. Ich will immer noch. Überwurf. Ich will noch das Absurd haben. Komm schon, Absurd. Du bist ein cooles Pokémon, also. Sei mal nicht so selten. Nicht du, Carpador. Mann, scheiß drauf. Ich mag es trotzdem noch. Hui. Blitz brauche ich ja nicht wirklich, wenn ich ungefähr weiß, wo lang. Wenn das wird, wenn nicht mehr, wäre ich heute schon Millionär. Oh, Mewtwo. Oh, Planas. Oh, Gardevoir. Oh, Jirachi. Und du hast Geowatz und Aerodactyl. Dann. So, dann kommst du mit dem Ditto. Brutalander und noch ein Brutalander. So, Fuchtler. Fuchtler. Verwirrt. Der Schneider. Was gibt's denn hier so oben? Dito? Na. Aber es ist aus unserer Generation. Na gut, es ist aus jeder Generation. Denn es ist ja einfach alles. Ah, ja, haben wir auch schon das Arktos. Jetzt haben wir alle legendären Vogel-Pokémon gesehen. So. Fauna-Statue. Irgendwie ende ich echt, wenn ich mir Pokémon fange, am Ende immer nur trotzdem meinen Anfangs-Pokémon zu leveln. So. Ich brauche die AP für gegnerische Pokémon. Ich bin irgendwie richtig, aber
Bin mir noch nicht sicher, wo genau. Ah, hallo. Tschüss. Und da draußen wird sie wahrscheinlich hört, ist von Skype immer noch. Oh, war Blue. So. Ah, okay. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich falsch. Oder ich habe keine Ahnung. Oh. Das ist, glaube ich. Nimm ich Pandion. Und mit Wunderwache. Und wie soll ich es dann töten? Das ist doch übertrieben. Postdecker, was kannst du? Reptane? Oh, du kannst. Ist nicht schlecht und tschüss. So ist der Schneider. Dann hier entlang. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich arbeite aus dem Kopf. Suicune. Pichu. Gold King und. Mach mal dann fahren. Runter. Das ist nicht gerade einfach, aus dem Kopf arbeiten. Aber wenn ich kämpfen muss, bin ich bestimmt richtig. Komm ich von hier? Felino. Celebi. Das bleibt wahrscheinlich eh nebenbei. Das wäre mein allererstes Celebi überhaupt in meiner ganzen Pokémon-Reihe. Soweit ich weiß, wenn ich mich recht erinnere. Yay! Nein, Mio. Mio würde mir meine Wrestling-Pokémon-Bälle klauen, glaube ich. Und das kann, soweit ich weiß, eh nur Wandler. Aber Mio ist trotzdem süß, ich weiß. Ah.
Fluchseil. Das ist mal nicht das, was ich brauche. Hey, bin ich richtig? Fauna-Statue. Fauna-Statue. Fauna-Statue und Win. Der Woche. So. Nö. Nein. Ich will hier nur noch raus. Bin ich richtig? Kann mir jemand sagen, ob ich richtig bin? Okay, das sieht falsch aus. Aber vielleicht auch nicht. Bin mir nicht sicher. Buchler. Und nochmal. Ja, ich bin richtig. Da bin ich mir sicher. Amoroso. Einfach nur nach unten halten. Dann bin ich gleich in Lavandia. So. Da. Schnell einfach raus. Aber trotzdem kümmere ich mich noch mal um die. So. Du bist der Nächste. Aber ich finde lustig, wie hier alles einfach möglich ist in den Spielen an Pokémon. Zumindest in den Random. Zerschneider. Und einfach. Erstmal was trinken. Also ich muss sagen, das Original gefällt mir besser, was verboten wurde. So. Absurd. Bam. Nein. Nein. Böses Libelle. Fuchtler und Überwurf. Und Latios.
was tot ist. Aua. So. Eruption? Das interessiert mich nicht. Und Zerschneider. Sondersensor. Was kannst du? Besonderer Angriff, der den Gegner eventuell. Oh. Egal. Was soll's. Ich hab schon starke Attacken. Und Fuchler gehört dazu. Fuchler. Oh. Ah, schade. Lugia. Sollte eine Fauna-Statue vielleicht reichen? Nee. Okay, und Loikananade. Das werde ich wohl nicht rausfinden. So, Forstaker, Kraft, Koloss. Okay, Body Slam. Geheimpower. Verhöhner. Kraft, Koloss. Hot, Hot. Überwurf. 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 Reptain. Finsterfaust. Finsterfaust. Tschüss. Omut, was kannst du? Steinhagel. Pandir. Ackerwelle. Oh. Knochenmehrang. Protzer. Feuerodem. Aber ich gehe erstmal ins Pokécenter zurück. Ist besser. Und jetzt, ich tu's nicht für die Lavandiermusik ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Das nächste Mal schon. Da 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 da. Fuchler. Fuchler. Fuchtler. Und Fuchler. Zack. Und dadurch. Hui. Ah, da liegt was. Sieht man am Schatten. So. Poké Center. Heilen. Dann in das Haus. Und Tee mitnehmen. Dann einmal außen rum. Und nein. Ah, hab einen Tankelof das Evoli bekommen. Schade. Ja. So. Dann mache ich einmal die Arena zuerst. So. So, jetzt ist er verwirrt und verletzt sich selber. Aquana. Mit Sandsturm oder was? Oder was, was war das? Was war das? Ah, dich kenne ich doch. Oder kannte ich doch. So. Fehlt da oben nicht eine? Eigentlich schon.
Fuchtler. Hey, wieso trifft Fauna-Statue nicht? Fuchtler. Fuchtler. Fassade, Fuchtler. Loi Kanonade. Ich dachte Loi Kanonade. So, fehlt nur noch du. Faunafter. Fuchtler. Drachenwut. Oh, ja, wow, yay. Okay, Postdecker. Kraftkoloss. Du hast ein guter Lander. Dann nehme ich mal Body Slam. Reptane mit Fensterfaust. Oder auch nicht. Und Steinhagel. Tja, dann komme ich halt gleich wieder. Okay. Noch mehr Rang. Feuerodem. So. Dann halt so, Fauna-Statue. Fuchtler. Fuchtler. So. Danke. Gigasauger enthält es bestimmt nicht. Absorber. Ne, warte, das. Cosmic Kraft. Ah, okay. Naja, egal. Nochmal heilen. So, in die Spielhalle. Gegen den antreten. So, wie war das? Einfach alles töten. Ist immer gut. So. Du bist der Nächste. Aha. Dann nehme ich einfach Loi Kanonade. Fluchtseil. So, ein runter. Ist da was? Ja. Ist da was? Ja. Okay. Der Schneider. Entei. Blutzuck. Was ist das noch so? Kabuto. Und das da. Bam. Einmal hier hin. Dann dahin. 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 Und dahin. Ich glaube, ich bin doch noch ein zu. Ich muss doch noch einen runter. Naja.
Das ist meine Erfahrung. Für Libelle. So. Einmal zurück. Ein runter. So, da hoch. Aber erstmal hole ich dich. Wow. Jetzt belebt. Oh, Deoxys. Irgendwie sind die legendären schwächer als die normalen. Vielleicht von den Attacken nicht, aber eigentlich. Aber wir sind hier in Random. Pokémon Fire Random. Gib mir einfach den Liftöffner. So. Ah, ich spreche nochmal mit den Pflanzen. Manchmal gibt es ja auch Sachen wie Eimer und sowas, die ja einfach mal Sachen abdrücken. Bam, 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 bam. Calcium. Oh, ein Botogel. Ein totes Botogel. Fuchtler noch einmal und Logia mit Fuchtler gekillt. Netzball und Netzball. So, Kanimani. Hey, hör auf. Verdammte Scheiße! Danke, danke, danke. Ach ja, machen wir das Slifcope mitnehmen. Habe ich ein Fluchtseil? Ah, habe ich. So, holen wir jetzt nochmal Fliegen. Neue Kanonade und Überwurf. Fauna-Statue und Überwurf. Ich sagte Fauna-Statue. Verdammte Scheiße, mach Fauna-Statue. Geht doch. Noctu. Danke. Mal gucken. Habe ich jemanden, der fliegen lernen kann? Oh, Omod und Noctu. Das wundert mich. Zumindest hier im. So, dann gehen wir dir einen Tee. Gehen wir in die Arena mit einem Celebis. Witch Boy, reicher Junge. Komm schon. Bibo. Ah, fuck. Das könnte. Also, und nochmal vor ins Pokécenter.
Zerschneider. Und nochmal. So. Der drei Pokémon. Einmal hoch. Und einmal Fuchler. So. Und was hast du noch? Zubiris. Fauna-Statue. Boom. Nehmen wir auch nix. Dann ab nach Lavandier. Ach, mal einfach fliegen. Lavandier. Egal. Ja. Hallo. Fuchler. Noctu. Silberblick. Überwurf. Überwurf. Zumindest ist es jetzt nicht verwirrt. Und darum geht's ja. Es ist mir zu riskant. Fensterfaust. Na, was soll's. Fuchler. Danke. Ich möchte jetzt nur ins Pokécenter. So. Einmal hier lang. Dann bring dich. Na, boah. Cool. Hier gefällt mir. Fuchler. Warte mal, war das gerade Elite 4? Milotic. Ich weiß nicht. Es ist cool, aber keine Ahnung. Dann halt ein Fuchler. Ja, Elite 4. Nugget. Fauna-Statue. Hab ich schon? Achso, okay. Hallo. Nein. Nein. Nö. Porygon. Porygon kann sich zu Porygon 2 entwickeln auf Level 37 oder so. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Zwar nicht offiziell, aber hier in dem. Schon. Tanheel. Ja, das möchte ich doch schon gerne haben. Mewtwo, hallo. Tschüss. Mein sein Abonnement. Und nix habe ich schon. Oh.
Fuchler. So. Bam. Bam. Level 60. Jo, ich würde dich retten. Klar. Danke, gib mir die Pokerflöte. Danke, tschüss. Gehen wir hier lang. Das Fahrrad haben wir uns ja noch nicht geholt, aber den Coupon haben wir. Oh. So. Zurück ins Pokécenter. Ja, Mann, jetzt habe ich einen Over. Nach Tara, yay! Wenn ich die fangen könnte. Oder irgendwie kriegen würde. Ich würde es machen. So. Buchler. Und das ist dein letztes. Ein Slimog. Yay. Also machen wir Fuchler und fliegen. Ich mag Kundemann. Na was? Ach, das der Netzball. Schade. Egal. Der letzte. Stirb. Dafür. Ach fuck. Nein, hör auf damit! Ich sag, hör auf! Danke! So. Fuchtler und Fuchtler. Gut. Eisen, immer gut. Ja, jetzt hat sich selber gekillt. Fliegen. 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 Cool, es klappt. Fliegen. Fliegen. Einmal noch, glaube ich. Was soll's? Überwurf. Überwurf, fliegen. Oh, schade. Fastdecker,
Und schade. Reptain, vorne auf der Tour. Abscount und brauchen wir nicht. Ja, dann schon besser. Fauna Statue. Omod, Steinhage wollte ich jetzt nicht. Dann erst den Sprungkick. Sprungkick. Ups. Pandia, Aquavelle. Feuer oder? Jo. Da ist der Markt. Na, endlich habe ich meine Superbälle. Jetzt wird alles gut. Meistens. Vielleicht. Mit Glück. Ich weiß es nicht. So. Und Jiraichi. Und wechseln zu Nocto. Überwurf. Fliegen. 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 Fliegen in die Lüfte hin und her. Ich kann nicht singen und ich weiß es sehr. Schade. Aber dafür kommt Reptain. Rasaf, okay. Donner. Schlitzer. Forsaker. Kraftkoloss. Body Slam. Und so trainieren im Pokémon ungewollt. Oder teils gewollt, teils ungewollt. Oh, ein Libeldra. Hier. Fuchtler. Oh, schade. Auf dich selber zu verletzen. Auf dich selber zu verletzen. Geht doch. So. Bashwa. Kamero. Und fuck. Ah, das ist vorne Statue. Oh, knapp. Aber Sixpacks dafür. Da ist ja nicht mal ein Weg. So, gehen wir jetzt hier lang. So, Simsala, Mirapla und Glumanda. Schade, dass ich noch keinen Glumanda gefunden habe.
So, jetzt kann ich auch wieder reden. Meine Mom hat ja gerade telefoniert und deswegen habe ich ihm jetzt nicht geredet. Auf jeden Fall. Nein, Fuchler. Überwurf. Wie man vielleicht mitbekommen hat. Ja. Na egal. So. Vielleicht sind wir in der nächsten Stadt, wenn man so will. Und. Oh, in der Redaktion. Tot. Vor einer Statue immer gut. Wechseln, damit er nicht wieder verwirrt wird. Fensterfaust, ach ja. Auf normal Pokémon hat das ja auch keinen Sinn. Schlitzer. Oh, ein Deoxys. Raptor. Fauna-Statue. Fuchler. Komm schon, ein drittes Mal schaffst du noch. Yes. Fuchler. Bodyguard nicht erlernt, genau. Ah, schade. Ah, ein Glück. Stallers Fauna-Statue. Das ist meine neue Kanonade. Dann halt Fuchler. Fuchler immer gut. Komm schon. Geht doch, yes. So, Fuchtler. Raikou, ein Tentaxa und ein Schakelo. Fuchtler und ein Duflo. Zack, haben wir das auch besiegt. Hey Terra. Oder Hi Terra. Ach, schade. Drasche. Und Kapuzzi. Formio. Nidorino und ein. Flemmli. So, jetzt muss ich aber ins Pokéset eindeutig. So. Fuchtler. Einfach außen rum. Und. Ah, schade. Wäre auch so schön gewesen. Deswegen einfach mal hier lang gehen. Was? Okay. Jo. Weißt du, was lustig ist? Wenn Pokémon random sind. Kann ich dir mal zeigen. Vielleicht kriegt der. Das ist eigentlich die Gift-Arena. Beim Pokémon random sind.
Feuerrot. Verändert. Und Fuchtler. Ich nehme jetzt erst 2 Stunden auf. Und was machst du hier? Kein Zuhause oder was? Merk ich. Überwurf. Warte mal, hat er da schon immer so Level 43er Pokémon? Hier kann man alles fangen. Ach ja, Fensterfahrt bringt nichts. Sprung Kick. Tja, dann gehe ich halt jetzt nochmal rein. Ah, diesmal ist mein Pokémon ja topfit. Mein Anfangs-Pokémon. Achso, es ist. Mein Anfangs-Pokémon ist nicht Reptane. Das ist Libeldra. Ich hätte auch mit Taubsi anfangen können. Welches? Das habe ich gestern gesehen, dass du es gespielt hast. Okay. So, da bin ich wieder. Naja, ich war nie weg in dem Sinne. Beute. Übertrank. Und habe ich vielleicht noch ein. Nein, 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 nein. Bärentüter. Paralyse. Body Slam. Wer hat Kikapandia, ne? Aquaville. Aquaville. Yay! Hat geklappt. So. Neue Kanonade. Fuchtler. Gewonnen, yay! Hier lang, da lang, da lang. Und der Treppe aus rum. Dann holen wir uns einmal die Goldzähne und Surfer. Ich glaube, dafür muss ich. Wäre besser, wenn ich da keine Turbo-Taste benutze. Wieso? Da entlang, Corazon. Komm schon. Geht doch. Top Genesung. So, nachdenken. Scheiße. So 171 Schritte noch. Goldzähne. Und Surfer.
Hey, cool. Vulpix. Funpi. Okay. Heute. Pandia. Für noch mehr Rang. Nein. Falsches Haus. Stärke. Omod. Passwurf. Fliegen ab nach Alabastia. So. Fossil. Schiller. Oh, okay. Couch. Ja, ist verschlossen, ich weiß. So. Ach, das lohnt sich ja nicht wirklich. Weil erst einmal hoch. Kurz den Weg, also nachdenken, wo der Weg war. So, da entlang und Glurak. Muss nicht über den Glumanda sein, Glurak reicht mir auch. Yay. Wie war das mit dem Weg? Ach ja. Einfach hier lang. Keine unnötigen Kämpfe. Ich bin gerade mal Level 67. So. Hier öffnen. Hier ist richtig gut. Schneider. Neue Kanonade. Na gut, Macken möchte ich auch haben. Despota auch. Ja, Mann. Irgendwie läuft das schon zu gut. Hibiskus will ich nicht. Makaro auch nicht. Ich hab schon Glurak. Zack, die TM mitnehmen. Ich hab schon Glurak. Öffner.
und Lochsei. Pokémon heilen. Pokémon bewegen. Dann mich ihn mit. Für Omot. Magby. Gegen Reptane. Und dich. Wer hat jetzt eigentlich Stärke? Ach ja, Verstärker, glaube ich. Knocked. Silberblick. So. Dann gucken wir nochmal, was unser Schillock macht. So. Ich mach's mir ganz einfach. Ich weiß nicht, was das gerade war. Na gut. Hier nochmal. Ja. Gibt es nein? Nein. Ja. Nein. Hä? Oh. Hab einfach ja gedrückt. Obwohl ich nicht mal die Frage gelesen habe. Was soll's? Das scheint. Ja. Hier ist ja richtig. Nö. Jetzt habe ich zwar schöne Erfahrung weggehen lassen, aber naja, egal. Und so, Island 1. Na, hier könnte man normalerweise Lavados fangen. Nur, ich meine, das kann ich auch irgendwo anders. Also würde mir das nichts bringen. Von daher mache ich einfach normal. War das das 3 oder was? Nee, das war 2. Ah. So. Jetzt bin ich richtig. Bla 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 bla. Wieder. So. So, Zerschneider. Nochmal. Level 68 erreicht. Dein Enton ist Ende im Gelände. Fuchtler. Heilen. Danke für die Genesung. Fuchtler. Und Überwurf. Stop.
Yes. Windul. Jurob. Sterndo. Und Kurte. Na, was soll's. Vielen, ne? Danke. Einfach ganz schnell durch. Ein Pipi. Level 30. Okay. And now to number one and give it that. Britannia City. Hi. 12 Stunden und 19 Minuten schon. Und ich bin gerade beim letzten Orden. Ich weiß, was mir fehlt. Ja. Ich wusste doch, dass was fehlt. War mir noch nicht sicher, was. Aquahaubitze. Ja, Mann. Kurz nachdenken. Ich hoffe auf Stufe 2. Da lang. Nein, doch nicht. Paralysiert sein. Da bin ich lieber vergiftet. Okay, dann halt Fuchler. Okay. Komm schon. Boah, ey. Hier, take einfach Fuch. Nimm einfach Fuchler. Ich nehme einfach mal eine Top-Genesung. Nein. Fauna-Statue.
Level 70. Ich muss gerade nur nachdenken. Wo lang? Ich glaube, so langsam bin ich hier richtig. Hast du eigentlich immer andere Pokémon? Außer deinen Starter-Pokémon? Das ist immer dasselbe. Sieht so aus, irgendwie. Jo, danke, 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 danke. Nö. Erstmal Pokémon heilen. Heil Pokémon. Weiter. Doch. Fuchtler und was kommt als letztes? Natur. Ne, ein Fuchtler. So. Ein Fuchtler auf dich, dann auf dich. Dich. Und dein letztes ist ein Evoli und du kriegst eine Lurikanonade. Mit dem Meisterball. Nochmal kurz nachgucken. Stock 4 und dann Stock 2. Okay. Einfach so mehr, wie ich finde. Na gut, es gibt Schlimmeres mehr. Ach ja, Saphonia City, die Arena machen. Ist ziemlich einfach, wie man da durchkommt, wie ich finde, zumindest. Einfach immer die entgegengesetzte Seite laufen. Ist total easy. Oh. Oh. Dann halt nochmal. So. Wie viele Pokémon habe ich eigentlich gesehen? 120, okay. Da bin ich. Zerschneider. Nein, Fuchtler. Fliegen. So. Despota. Octazooka. Magpi, was kannst du? Donnerblitz. Und Donnerblitz. Du lässt dich gerade von Magpi killen. Oder auch nicht. Glurak.
Was kannst du? Irgendwas Feuermäßiges? Machen wir Eissturm. Ja. Können wir auch paralysiert zu sein? So. Total easy, wie ich sagte. Fliegen. Natania City. Hierhin. Pokémon fit. Das ist hier auch total easy. Man könnte es auch in dem Sinne Cheaten nennen. Wie man hier ganz einfach durchkommt, ohne viele Kämpfe zu machen müssen. So geht eigentlich nicht. Aber naja. Ah, Lebensschelle. Und dann geht noch die Genauigkeit neben darunter, was noch ziemlich praktisch ist. Verdammt. Noch 10 Mal. Du darfst Surfer. Oder Feuer oder. Donnerblitz. Tja, das war deine eigene Schuld. Aber trotzdem gehe ich ins Pokécenter. Nur wegen Fuchtler verloren. Aber Fuchtler ist trotzdem mächtig. So. Boom. So, den herausfordern. Dann halt besiegen. Aber ich glaube, einige können sich schon denken, wie es weitergeht. Dann, wenn ich schon mal rausgehe, kann ich auch gleich ins Pokécenter. Einfach rausgehen. Halt. Und denselben Weg wie eben gehen. Nur diesmal. So. Fuchtler. Ich lasse noch einmal durchgehen. Verdammt. Bevor ich mich aufladen muss. Stahlflügel. Okay, dann eben nicht. Okay. Zucker. Oh. Donnerblitz. Eissturm. Libelle. Fuchtler. Center.
Fauna-Statue. Ja. Weil keine Nadel. Was? Geht doch. Überwurf. Kanonade. Nein. Kanonade. Reicht ein Fochler eigentlich schon noch aus? Einer nicht, aber zwei. Gewonnen. Mit einem Pokémon. Na gut. In dem Sinne eins. Wenn ich nicht ausgewechselt hätte. So. Durch. So. Vulkan on. Wie war das? So. Zack. Aber ich mache hier nur einmal die Pokéliga und dann war's das. Ich meine, der Part geht ja auch schon, also das Spiel geht jetzt auch schon 2,5 Stunden und ich bin mir nicht sicher, ob das jeder angucken will. Also die anderen Islands auf Deutsch mache ich gar nicht. Zerschneider. Fuck. Auf mit deinem scheiß Attacke. Nein. Fuchler. Zurück. Fliegen. Daher. Da, so. Runter und zack. Jetzt kann ich dadurch. Keine unnötigen Kämpfe. Scheiße. Der war unnötig. Nur die Kanonade. Fuchtler. Ja. Verdammt. Zerschneider. Und... Zerschneider. Ah, schade. Dafür aber jetzt. Habe ich eigentlich noch einen
Ja, eine Top-Genetung habe ich noch, gut. Waldorffisch in der Höhle, jo. Eigentlich könnte ich mir auch ein Dings fangen. Nebulak. Den Gengar mag ich ja. Oh. Ich mag Gengar sehr. Danke so. Stalas. Scheiß drauf. Und jetzt habe ich jetzt einen Stalus. Ups. Das war schlecht. Fauna-Statue. Achszucker. Oh fuck. Durak. Fruchtler Eisstorm. Zack, 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 zack. So, Top Genesung 5. Beleber 10. Ach. 10. Und den Rest Beleber. Fuchtler. Fuck. Dragonier. Top Genesung. Despotar. Dann machen wir einfach mal Laubklinge. Der Laubklinge. Fauna-Statue. Beleber. So. Fuchtler. Milotic, Milotic. War glaube ich Wasser. Top Genesung. Ich weiß gerade gar nicht was. Ah, okay. Ja. Einfach Fuchtler.
Celebi. Kokuna. Da machen wir Fliegen. Oder auch nicht. Chloe-Kanonade. Schade. Vorne statt wo? Evoli. Macht der super. Übertrank. So. Stahlschlüssel. Statue kommt schon. Kann halten mit Top-Genesung. Läuft echt gut bis jetzt. Für mein random Team. Oh wei. Sprungkick. Okay. Die Bälle. Voll Kanonade. So, wechseln. Mach die. Die Bälle einfach nochmal heilen. Zurück. Buchler. Beleber. Und jetzt einfach Top-Genesung, einfach mal auf die wichtigsten. Mal gucken, was hat er. Aikato. Loikan. Ah, Fuchler. Gardevoir. Jo, dann benutze ich einfach Elixier auf Libelle. Faunastatue.
Oh, oh. Chat. Beleber, die Galle. Durak. Top Genesung, Libelle. Eissturm. Megania. Ja, schaden kann es nicht, um zu wissen, was er so kann. Und um Lurak und Despotar zu beleben. Okay, Wutanfall. Kanonade. Wechsel. Er hat ein Sepa, okay. Beleber. Und nochmal Beleber. Laubklinge. Stahlflügel. Ach ja, Glück ist er. Ja. Eissturm. Schade. Komm schon. Ich glaube an dich, glaube ich. Despotar. Und Glurak. Donnerblitz. Okay. Sprungkick. Ah. Faunastatue gleich. Okay. Es ist sicherer nochmal Libelle Volk zu heilen. Komm schon. Yay. Come on. Ich hab mit Chi angefangen, also. Okay. Stunden Spielzeit, was hier 3 Stunden sind, durch die Turbo-Taste. Katschu! Oh, Pokédex 7? Ja, das hier eher schwer ist. 60 verschiedene Pokémon bevor den Nationaldex zu fangen, würde ich jetzt deswegen hier aufhören mit dem Part
und dem Spiel. Das war also Pokémon Feuer Random. Oder Random Rot, wie man will. Also, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da und was gibt's noch zu sagen außer haut raus.